So, bin wieder da. Und ich hoffe, dass jetzt endlich geht. Ich habe jetzt mal alle Mods rausgeholt, die ich im Spiel habe. Und ja, hoff mal, dass es geht. Dass es jetzt wieder geht, so. Wenn nicht, ist Arsch, natürlich. So, stift mir mal ein bisschen Unruhe. Einer der weltbesten Spione der Welt. Wirklich. So. Und ja. So. Was? Na, jetzt ist mir wurscht, was da abgeht. Die werden unhappy. Warum werden die unhappy? Wir müssen eine Armee ausheben. Ach, wurscht. So. Bitte funktionieren. So, wo wurde ich unterbrochen? Irgendwas unter Heeresführung. So, ich war ziemlich. Der Pharao, lang möge er leben, bietet euch diesen Schatz an. Denn solche irdischen Güter sind seiner Gedanken unwürdig. Provinz Libyen, Ägyptus, Sitzekyre. Sorry, ne. Sorry, Ägypten. Da bin ich nicht dabei, sorry. So weit bin ich noch nicht. Ah ja, ich war irgendwo bei. Bei den zwei Aufgaben. Das war die Heeresführung und die Erkundung des göttlichen Wesens. So, zur Heeresführung ist zu sagen, vor allem, dass so ungefähr 505 vor Christus, da gab es dann oft bei Kriegszügen einen den vom Volk ausgewählten König, also der wurde vom Volk gewählt, stand über den Herr und hat es halt geführt. Und dann gab es hin und wieder zwei Personen, die halt so im Krieg, ihn im Krieg begleiten. Das sind die zwei Eporon, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Die ihn halt hin und wieder begleitet haben. Und die waren so, die haben ihn beobachtet bei seinen Kriegszügen, was er gemacht hat. Und naja, sie haben ihn nicht im Kriegszug, also ich hätte was sagen können, dass er das nicht geht. Sie haben mir nicht. Was macht die soeben da? Warte. Ach, kurz Diplomatie. So. Was machen die soeben da drin? Soeben. Wo bist du? Diplomatie, soeben. Okay, gut. Da kann ich einfach zurückgehen. Gut. Also ja. Da war es halt so, die haben also ihn beobachtet, ihm seinen Kriegszug. Und weil er etwas sehr, sehr falsch gemacht hat, haben sie nicht dafür anklagen können. Aber nach dem Kriegszug haben sie ihn halt vom Volk anklagen können und halt sehr anfangen gestraft. Wurde halt angeklagt, wenn er was sehr falsch gemacht hat, und ja, das war es eigentlich auch schon. Oder habe ich noch irgendwas Wichtiges? Ja, was habe ich? Ah, das ist eigentlich schon alles. Ja, über die Ausführung des Willens von dem König. Das muss ich ein anderes Mal reden. So. Diese Frau erwartet ein Kind. Sie erzählt überall herum, dass sie ein Mann von eurem Blute, der Bastian. Ein Terrano. Der Ruf ist, man ist ruminieren. Den Bastard adoptieren. Von eurem Blut ist das sicher etwas wert. Eine angemessene Summe wird dieser Herr verschwinden lassen für die. Lange es sie verschwinden lassen. Ne, das muss verschwinden dieses Mal. Und dich muss man auch noch wegbringen. So, jetzt hat es immerhin funktioniert, die Runde. So. Dich lassen wir wieder rüber marschieren. Mal weiter. Danach darfst du. Oh mein Gott, da baut die Bande eine Armee auf.
Mal kurz die mit Pontus anschauen. Die sind auch. Die brauchen keine Energie. Seid nicht mit, im Krieg mit irgendjemandem. Egal. So. Wo werde ich belagert? Ich werde doch irgendwo belagert, oder? Na, ich sag nichts, dass mir jemand Neues im Krieg gezogen ist, aber ich hab doch vorher irgendwas gekriegt, dass ich belagert werde, oder? Es war doch, dass ich belagert werde. Jetzt bin ich schon unter Verfolgungswahn. So. So, jetzt leide ich langsam unter Verfolgungswahn. YOLO. So. Da hier, was tun wir da? Parkkosten. Nee. Dummer Steuersatz. Das wird schon mal. Das wird schöner schauen, diesen Krieg da. Mit so einem erhöhten Bereich da. Egal. So, hier kann man nichts ausbauen, oder? Vergrößern halt. Nee. Sparta kann nicht größer werden, Alter. Wo, wurscht. Was sind wir jetzt gerade? Wir sind beeindruckend. Okay. Egal. So, wir sind momentan beeindruckend. Und wir treffen da schon auf die Sueben. Wie weit sind die Sueben schon vordrungen? Egal. Ich glaube, ich werde mich dann entweder nach Osten oder nach Westen verbreiten. Ich vermute in den Westen. So, entweder schaue ich mal das soeben irgendwas anfangen kann. Ich heiße euch willkommen, würdiger. Gelobt seien die Güte. Wir brauchen den Ruhm des Kampfes. Wir stehen euch gegen diese finsteren Feinde. Das Reden kann ermüdend sein. Es sei denn. Immerhin seid von mir. So, das habe ich mal nicht angepackt. Ich hoffe, den halten sie auch. So, wurscht. Jetzt muss ich weiter schauen. Ihr seid dann nächste Runde. Aber die Personenarmee würde sich rankommen. Müsst ihr erstmal schauen. So, ist wieder Rom. Ach so, Rom wird belagert. Ha, ist mir doch wurscht. Ich komme mit Ehre und Geschenken. Athen. Warum wendet ihr euch auf diese Weise ab? Athen. Das ist mein Königtum. Ihr könnt gegeneinander euch ficken, wie ihr wollt, aber ich kämpfe nicht gegen euch. Na, wenn ihr Athener seid. ihr habt mich mal im Krieg. Also, ihr habt Sparta mal attackiert. Das war ich auch noch. Ihr habt Sparta attackiert. Also, ihr habt Sparta den Krieg erklärt. Wollt es eine fette Mauer ziehen? Also, ihr erklärt Sparta den Krieg. Baut eine fette Mauer bei euch. Dieses Stadt. Volk bereitet mir Sorgen. Oder ich. Könntet ihr nicht. Nein. Also. Also ja. Sie haben mir den Krieg erklärt. Und da haben sie von Athen zu einer anderen Stadt, einer Meeresstadt, also eine Stadt am Meer, haben sie so Schiffe, also eine riesige Mauer durchzogen, damit es halt ewig so. Weil die hatten eine Handelsflotte und da haben sie halt die Stadt immer mit Gütern bereist. Und ja, sie haben gedacht, dass nach 3 Jahren oder so einfach mal die Spartaner einfach nach Hause gehen, weil sie merken, dass eh nichts funktioniert. Und ja, Spartaner blieben länger. Und dann gab es noch Persien, war in Griechenland lange, sehr lange präsent. Und ja, Griechenland hat sich einfach mal gedacht, dass Sparta gegen Athen und hat immer dann behelfen, weil die Adoption bringt. Eine Frage des Blutes und die sprang bald darum, dass die Frau verschwunden war und es dauerte nicht lange, bis sie den Schuldigen gegeben Ruf gefleckt wurde. Halt dein Maul! Ich kann sie wieder freilassen. Sie ist doch nur verschwunden. Alter, bist du so schlecht? Egal, dich müssen wir noch irgendwie töten. Echt. Egal. So. Bereit zum Kampf. Ja.
da gab's, da hat dann Persien, Sparta mit einer fetten Schiffsflotte, der hat Sparta eine Schiffsflotte gegeben und so haben es dann verhindern können, dass der Stadt, ich glaube, das war da, entweder da oder dort in dem Bereich, verhindert, dass dort dann Nachschub bringen konnten. Und so fiel dann diese Mauer oder diese Mauer halt. Und so hat Athen verloren. Und als Schuldigen nannten sie einen Philosophen, glaube ich, war das. Ich glaube es. Ich kenne mich mit der spartanischen, also mit der griechischen Philosophie nicht aus. Oh. Hallo. Hallo. Seid mein Krieg, du. Ihr sollt mich heilen. Bitteschön. Bieten. Ihr sollt mich heilen, hallo. In Bewegung. Ihr sollt mir Truppen geben. Verdammt nochmal. So kann ich nicht gegen Pontus marschieren. Egal. Und ja, da haben sie halt dann noch einmal einen Plan gehabt, irgendwie ganz komisch, so rüber nach Sparta zu marschieren. Wo es dann Streit gab unter Generälen, wie sie attackiert haben. Da haben sich dann die Athener gegenseitig bekämpft und dann so überhaupt nicht Sparta erobern können. Und ja, das war einfach alles nur ein blöder Scheißhaufen, Mann, Mist. So. Ja, egal. Mal so. Da werden sie eh langsam wieder happy. Das passt. Da sind sie happy. Da werden sie immer unhappier. Dann müssen wir, glaube ich. Andama. Die halt leiden. Ihr Hunger nach meiner Schlacht. Ich will stündliche Wachgänge. Genau, das will ich auch. Was ist das? Zerantische, himmlische. Okay. Spananische. Ich kann nicht mal reden. Das sind bananische Pikiniere. Okay, wo ist. So, auf jeden Fall spartanische Pikiniere waren das gerade. Und ihr seid eigentlich fast voll kalt, ja, wurscht. Meine Idee ist genau auf null, das ist doch schön. Und Rom wird weiterhin vernichtet, oder was? Wie sehe ich das? Alle meine Verbündeten werden gerade ausgelöscht einfach mal. Und meine Verbündeten löschen sich gegenseitig auf. Das ist ja auch so geil. Alter. Ich komme mit Ehre und Geschenken. Warum wendet ihr euch auf diese Weise ab? Alter. Die kommen immer mehr Geld. Wenn es bei 10.000 sind, trete ich irgendwo im Krieg bei. Bei 10.000 ist was wurscht. Dann nehme ich das Geld. Aber erstmal müssen sie das Geld auftreiben, bitte. Was? So, ich glaube die haben selber gerade nach Hungersnot zu leiden, scheint mir. die haben nicht genug Essen, um uns zu unterstützen. Da muss wohl die Invasion auf Pontus noch warten, scheint mir. So, da sind wir. Ah, ich finde es so schön, dass die Map endlich mitgeht. Zu euren Dienst. So. Wofür baut ihr eine Armee auf? Oh, das ist im Laufmodus. Ich erwarte eure Befehle. Wenn ich mich bereit mache, sie immer noch im Laufmodus sind, kann ich ja einfach mal reinmarschieren, die auf einen Hinterhalt attackieren. Und dann, ja. Ich muss nur noch schauen, dass wir noch im Laufmodus sind. Egal. So. Ihr werdet jetzt auch happy. Ihr auch langsam. Bereit zum Kampf. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Das ist wunderbar. Ihr seid bei ein auf Plus. So, Karthago, Avernus, Partia, Pontus, Suebi. Ist sicher so schlimm fit, dass die da vorne schon stehen.
Die stehen schon vor meiner Haustür. Ach ja. So, dann sperren wir einfach mal. Dann so ziehen wir uns in den Westen. Sperren Rom den Weg nach Europa zu. Und sorgen dafür, dass wir tun. Ja, wir tun es. Kentisches Königtum war das gerade. Da habt ihr aber die normalen Ketten bis im Stich gelassen, scheint mir. Die waren am Arsch. Oder seid ihr eine Rebellionsarmee für die Kelten? Wie die. Was? Ela tot? Wer ist denn gestorben? Wer ist tot? Hallo? Da meine ganzen Könige. Meine ganzen Könige sterben da gerade. Also meine ganzen Dings. Und Alter. Was für Rufe sagt das? Zu bringen. Yes! Immerhin einer mehr bei mir. Ha! YOLO! Jetzt muss ich dich noch irgendwie töten. Ah, ist okay. Ist schon okay so. So. Nach einer Schlacht. Nein, jetzt sind wir schon wieder im Rekrutierungsmodus. Ah. Okay, keltische Konföderation, okay. Das ist eine keltische Konföderation. Okay, ich hab schon gedacht, die haben wir soeben gerade zugeschlagen. Ich erwarte eure Befehle. Okay, plus 7 jede Runde jetzt, plus 7, das ist gut. Plus minus 1 ist nicht gut. Muss ich schauen dann. Durch, das schau ich dir gleich. Auch minus 1. Laden, laden, so. Technologie, Sparta. Fortgeschrittene Konstruktionstechnologie, der Bumster halt. Die haben wir da. Meine brauchen wir Steuerarbeit. Steuerarbeit, ja. Ja, machen wir dann, wenn wir Söldner fertig haben. So. So, Runde Brand. Rome. Verlierst du immer mehr Land. Was vergiften die meine Leute in Sparta? Wirklich? Was, jetzt gibt's schon wieder die Etruskische Liga? Wie geil. Entweder gibt es die immer noch oder sie gibt sie wieder. Wieder fände ich geil. Auch wenn sie nicht mein Freund werden. So. Und die Sklaven, jetzt bin ich da. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich bin gut. So. Wir sind hier wieder auf Null, das ist okay. Sklavenhandel. Wurscht. Ja, Sklavenhandel, ich bin schon was. Du bist auch wieder auf Null, das ist auch okay so. So, was? Peso? Nee, okay so. So. Kommandant!
Ne, ich will nicht die angreifen, ich will die Konföderation dann angreifen. Jetzt mal schau ich, wie es ausschaut. War das alles?